Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Ich möchte gerne erstmal bekannt geben, dass ich auch andere Aufnahmen veröffentliche hier bei YouTube-Kanal. Und das heißt Denderas Mallorca Journal. Und da zeige ich Filmen, Aufnahmen, Fotos, das Leben auf Mallorca. Und für den heutigen Tag am 23. September 2017. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Skorpion. Und Mond hat einen Einfluss auf einen Stern und dieser Stern heißt Kambalia. Und er sagt uns aus, wir sollen unsere Schritte ändern oder unsere Meinung. Mond nähert sich im Kreuz des Südens und es dient zum Orientierung. Es ist nicht heute, aber das ist die Richtung. Das heißt, wir sollen etwas verändern in unseren Zielen oder unseren Gedanken, unseren Schritten und in den kommenden Tagen sollen wir orientieren. Und wie wirkt die kosmische Energie auf einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben gerade Glück in Finanzen, haben auch Gewinnchancen. Aber nicht nur in Finanzen, sondern es ist auch eine gute Zeit im Liebe Partnerschaft und ein Nachricht ist unterwegs. Und diese Nachricht ist angenehm. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität. Kleine Veränderungen oder eine kleine Reise ist gerade möglich, aber es nähert sich auch die größeren Veränderungen im Leben bei den Schützengeborenen, schicksalhafte Ereignisse. Und es kommt plötzlich unerwartet, aber die Schützengeborenen ahnen das schon. Aber keine Angst von diesem unerwarteten Ereignis oder von dieser Veränderung, weil das wird gut sein. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben wichtigen Gesprächen und sie bringen etwas in Ordnung. Die Steinbockgeborenen haben auch Kraft und Mut und sie werden auch etwas verändern in ihrem Leben, in erster Linie im häuslichen Bereich. Heute ist etwas unbeweglich oder läuft nicht so, wie die Steinbockgeborenen sich das wünschen, aber es kommt in die Tagen die Verbesserung. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen verspüren eine gewisse Spannung oder haben gerade Hindernisse. Sie sind etwas zurückhaltend oder sollen zurückhaltend sein und eher Beobachter sein und abwarten, bis die Zeitqualität in den Tagen etwas verbessert für die Wassermanngeborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtig jetzt die Intuition oder ihren kreative Art und Weise mal zeigen. Es kommt eine bessere Zeit jetzt auf dem Fischengeborenen. Die Arbeit, die Pflicht, das lässt sich ein bisschen nach und jetzt nähert sich eine andere Zeitqualität und es ist auch die Lebensfreude und dann können die Fischengeborenen ihren Tag auch mal genießen oder sich mal fallen lassen. Wichtig ist gerade auf die Intuition hören oder auf ihren Träume. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist zum Erwarten, dass etwas sich verändert im Leben. Es sind keine kleineren Veränderungen, es sind wirklich große Veränderungen, schicksalhafte Veränderungen. Aber die Wiedergeborenen sollen noch etwas zurückblicken oder etwas noch überprüfen oder etwas noch aufräumen. Und ein wichtiges Thema ist auch bei den Wiedergeborenen die Liebe und Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sollen auf inneren Gleichgewicht achten.
die Ruhe bewahren, weil da haben die Stiergeborenen die Kraft. Sie bringen etwas in Ordnung und sie haben eine gute Zeit, besonders was die Finanzen betrifft. Und die haben auch, sie haben auch Gewinnchancen gerade. Die Tierkreiszeichen, Zwillingsgeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, es sind auch noch Unklarheiten da. Ein bisschen Geduld, noch in den Tagen kommt mehr Klarheit und sie, die Zwillingsgeborenen, werden etwas klar und deutlich erkennen. Die Tierkreiszeichen, Krebsgeborenen, ist alles gut. Aber beruflich bewegt sich jetzt nicht viel. Das ist wie eine Sperre im Augenblick. Bleibt aber nicht so, weil in den kommenden Tagen verbessert sich die Situation. Ansonsten ist zum Erwarten schöne Gespräche, ein Aufstieg beruflich und auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen können mit Neuigkeiten rechnen. Aber sie fühlen sich momentan unsicher oder sie haben gerade Hindernisse. Was gut ist, dass ein unerwartetes Ereignis kommt oder irgendwelche Neuigkeiten trifft die Löwengeborenen. Und es ist mal definitiv sehr gut. Nur die Gefühle sind ein bisschen durcheinander im Augenblick bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist eine Steigerung, Erfolg. Sie haben wirklich Glück in allen Ebenen, auch im Liebe, Partnerschaft. Sie haben auch Kraft und Mut, schöne Gespräche. Es ist gut in Finanzen und auch einen beruflichen Erfolg ist auch möglich, weil das ist die Steigerung gerade. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben Chancen, Möglichkeiten, weil das bietet das Leben. Aber sie haben Angst vor Neuanfang oder sind unsicher bei Entscheidungen. Aber sie sollen jetzt stark sein und klare Entscheidungen treffen und auch keine Angst vor Veränderungen, weil damit können sie etwas befestigen. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unser Leben. Beeinflusst unseren Alltag. Und jeden Tag, jede Stunde, jeder Moment ist eine andere Energiefeld. Und was ich hier erkläre, das ist allgemein. Ich kann nur die einzelnen Tierkreiszeichen beleuchten. Aber das ist immer noch nicht individuell. Wenn jemand Interesse hat, das persönlich zu berechnen, dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.